sitzt und eigentlich willst und du kannst es einfach nicht. Wenn man einfach mal da oben drei Synapsen mehr zusammenschaltet. Es gibt Stress im Bauernhimmel und es wird nicht besser. Auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Endlich mal einer, der wirklich mal dem Mario Basler seine Meinung geigt, ne? Also, jetzt wollen sie ihn mal entmachten. Ich bin mal gespannt, wie. Erik, ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Katha? Sie will kein Wort mit dir reden. Also, Erik ist ein bisschen beratungsresistent, oder? Sie möchte einfach mal ihre Ruhe, was ich auch manchmal verstehen kann. Ich bin kein Fan von Katha, aber sie möchte einfach mal ihre Ruhe. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute um Sommerhaus der Stars oder Psychohaus der Stars, Folge 5. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ich weiß nicht, ihr müsst euch einfach eure eigene Meinung bilden. Und manchmal ist es auch so, man muss auch Trash nicht wirklich immer ernst nehmen. Es ist manchmal überspitzt, es ist manchmal wirklich sehr hyperbolisch, übertrieben. Nehmt euch es wirklich nicht so groß zu Herzen. Ich tue das auch nicht mehr. Und was sehr, sehr wichtig ist, klar sollten wir über die Sachen reden und es ist auch sehr wichtig, gerade die Diskussion mit den Bauern und Antonia, es geht überhaupt nicht. Das würde ich auch heute mal ein bisschen analysieren, aber bei Folge 5 noch nicht. Bei Folge 6 wird es richtig schlimm. Falls du natürlich neu vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls du natürlich die ganze Folge streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganze Folge streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen. Einfach unten in meiner Beschreibung auf meinen Insta-Link klicken und mir folgen. Übrigens habe ich die Katharina Dürr und den Steffen Dürr von Sommerhaus der Stars interviewt. Ich habe zwei Teile draus gemacht. Könnt ihr auch in meiner Beschreibung finden. Und dann haben wir noch unser Live-Talk mit Yvonne Moulin gehabt. Das habe ich auch noch mit reingepackt. Könnt ihr auch direkt unter der Beschreibung finden. Mal sehen, wie die Dürrs eigentlich so privat sind und wie sie unsere Fragen beantworten. Einfach ein tolles, sympathisches Paar. Und jetzt geht's los. Warum hast du gestern nicht Mario genommen zum Beispiel? Ja. Das war doch deine... Weil wir dachten bis gestern Abend, bis der Umschlag aufgemacht wird, dass wir gehen. Unsere Carla Kolumna, ne, die Katalot und unser Columbo Izzy verstehen das immer noch nicht, warum sie gewählt wurden. Ja, aber ein bisschen mehr Selbstreflexion, vielleicht mal darüber nachdenken, warum habt ihr eigentlich Steffen und Katharina gewählt? Also immer dieses Thema kommt immer wieder auf, was ich nicht verstehen kann. Das sind Schauspieler, ja, die sind ganz anders strukturiert, die sehen uns, in uns sehen die nur noch Schachfiguren. Ja, das sind nur noch Terminator, Cyborgs. Sie sind hier, um uns alle zu manipulieren. Das war mir jetzt schon zu viel Stress am Anfang. Ja, also man muss manchmal, ich bin immer darauf angelehnt, man muss immer mal anecken und sowas, weißt du? Das ist normal. Man muss ja, aber du bist hier schon genug mit mir angeeckt. Also lieber Erik, ich verstehe das ja, ne? Nach der Challenge ist vor der Challenge, dennoch will man irgendwie auch mal eine ruhige Zeit irgendwie verbringen. Einfach mal da liegen und nichts tun, ne? Und dieser ganze Stress, den du immer wieder verursachst, entweder hast du mit Katha Stress oder, wie wir jetzt sehen werden, baust du dir irgendwas wieder auf. Ne? Aber ich bin gespannt. Also schaut euch das mal wirklich an und mich würde es mal interessieren, was ihr darüber denkt. Du musst um deinen Arsch kämpfen, ja. Du bist der Nächste. Deswegen, also ich bin mittlerweile ehrlich, ich würde Mario und Doris wählen. Carla Kolumna, unsere Katalot, ist so krass frustriert, was das Ganze angeht. Sie ist so ehrgeizig, sie will das einfach schaffen und rocken und das Geld gewinnen. Und irgendwie will sie auch gar keine Freunde hier finden. Carla, kannst du doch nicht einfach nur mal relaxen und das Ganze genießen? Also, ich glaube nicht, dass du siegen wirst, aber genieß es doch einfach. Das Ding ist, sie hat recht. Es gibt hier Leute, die haben mir noch das Sagen, obwohl die eigentlich gar nichts das Sagen haben. Ja, er meint hier den Mario Basler. Der gewinnt weder irgendwelche Challenges, bricht sie ab und sitzt da in seinem Plastikthron, hat nichts zu sagen eigentlich. Aber dennoch, von der Hierarchie her ist er ziemlich oben. Und der Sascha und der Patrick vergöttern ihn ja. Ne? Also die laufen ihm hinterher und würden ihn auch nie wählen und eliminieren oder nominieren. Deswegen müssen die halt irgendwie jetzt einen Plan schmieden. Aber was du bei Bayern auch hattest, diese Siegermentalität, ich finde so... Du brichst die Spiele ab, welches du hast Spiel, das Spiel abgebrochen, wo du was übergezogen genau hast. Genau das einzige Spiel war das. Naja, aber ich vermisse... Moment, pass auf. Es war das einzige Spiel, wo ich abgebrochen habe. Also hier fängt der Streit an von den beiden, von Erik und Mario Basler.
Der Erik, der kritisiert den Basler, er provoziert ihn auch, indem er sagt, so von wegen mit deiner Raucherei und so, machst nichts anderes, als hier zu sitzen und raus den ganzen Tag und gewinnst auch gar nicht und tritt es auch nicht wirklich irgendwie in irgendwelchen Challenges an und machst dir nicht mal richtig. Und ja, das bringt dann Mario Basler natürlich auf die Palme. Dass du Leute immer auch so ein bisschen auf eine Seite bekommst, weil ich fand die Wahl gestern, fand ich wirklich absolute Kacke. Ich finde, du hättest auf der Liste stehen müssen. Das kann man so und so sagen. Ich finde, Carla Loth und der Easy, die passen da besser hin. Aber ich finde, von dem Ehrgeiz her und überhaupt, dass er irgendwie gar keine Power gibt, der Mario Basler, hätte der auf der Liste natürlich aufstehen sollen. Na Moment. Das musst du mit mir nicht anlegen. Wenn du deine Meinung gehabt hättest, hättest du gestern einen Schwachen wählen müssen und nicht einen Starken. Du widersprichst dir in deiner Nominierung. Ja, da gebe ich dir recht, Mario Basler. Einmal im Leben gebe ich dir mal recht. Erik hätte natürlich wen entsafen sollen? Den Bauern und die Antonia. Ja, das finde ich auch traurig. Also das verstehe ich immer noch nicht. Geht's los. Warum manipulierst du die Leute und bringst sie auf eine Seite? Du brauchst nicht laut werden. Nee, absolut. Alle. Ist mir scheißegal, was du sagst. Was redet der denn? Kann man nicht normal? Also Basler, man hört dich am meisten. Erik redet ja total ruhig. Was ich aber krass finde, als erwachsener Mann, der behauptet, er hätte Anstand, beschimpft den Erik als verlogen und A-Loch. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde auch, du hättest darauf gar nicht eingehen sollen, lieber Basler. Also wenn Erik dich da kritisiert, du hast das derbe hochgeschaukelt und bist darauf eingegangen, dann musst du dich auch nicht wundern. Ist mir doch egal. Du hältst deinen Schwanz, deine Kamera. Du wirst am liebsten vögeln. Vögel, mach so. Könnt ihr nicht normal miteinander reden, ohne ausfallen zu werden? Hab doch Eier. Es geht gar nicht. Die Streiterei wird krass hochgeschaukelt, vor allem auch von Sascha und Patrick. Die sitzen da nebenan und machen sich lustig darüber, lachen sich tot. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Die hätten da wenigstens hingehen können, die hätten das Ganze schlichten können, aber das machen sie nicht. Sie lachen sich echt schlapp und provozieren das Ganze. Also das verstehe ich nicht. Ihr seid keine kleinen Kinder mehr, Sascha und Patrick. Wirklich, ich finde, Erik hat hier echt Eier, obwohl ich ihn meistens nicht feiere. Er sagt, was er denkt und provoziert damit. Und natürlich, Basler kommt damit überhaupt nicht klar. Auch die Doris, die wird sich später nochmal einmischen. Die backt gerade Kuchen in der Küche. Ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Ich möchte den Zuschauern zeigen, dass du nichts bist. Ganz einfach, Punkt. Kamera ist drauf, hast deine Sendezeit. Ja, deswegen meine ich ja, danke dir. Hast deine Sendezeit. Ja, aber du hast ja auch immer deine Sendezeit, Mario Basler. Bei Erik ist es natürlich noch schlimmer, der sucht immer jedes Mal eine Sendezeit. Ich verstehe auch nicht, er hätte ja im Grunde genommen heute einfach mal den ruhigen machen können und morgen hätte er ja vielleicht ihn angreifen können, ihn entmachten können. Obwohl ja Steffen und hier der Erik darüber geredet haben, ob sie den jetzt entmachten können, ne, gemeinsam. Aber Erik tanzt wieder aus der Reihe, ohne den Steffen irgendwie darüber zu unterrichten, hat er dann einfach selbst den Basler damit konfrontiert. Was ich auch gut finde, ne, dass man wirklich den Basler damit konfrontiert, da muss man echt dicke Eier haben, weil man wird das halbe Haus gegen sich haben, bin ich der Meinung. Für mich bist du tot, Freund. Was für ein Wichser. Was sollte das jetzt, Doris, sein? Also zwei Männer sitzen da oder stehen da und unterhalten sich oder streiten sich. Wieso mischst du dich jetzt ein? Das verstehe ich nicht. Also klar, du willst Mario Basler in Schutz nehmen, aber das kann er auch selber. Er ist kein kleines Kind mehr. Lalalala. Leck mich. Mario, du bist für mich ein armer Fußballer, ein gescheiterter Existenz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Und du warst noch nirgendwo. Ja, ich weiß, ich kämpfe mich auch weiter nach oben. Du kommst nicht weit. Unser Orakel Mario Basler weiß ganz genau, dass Erik nicht weit kommt. Ich glaube, mit dieser Sendezeit kommt er auf jeden Fall weit. Das mal dahingestellt. Mario Basler hat was erreicht in seinem Leben, ja, aber er lebt nur noch in seinem Schatten, finde ich. Ich glaube, er kommt damit nicht mehr klar, warum er nicht mehr so berühmt ist, warum er nicht mehr gefragt ist. Er hat ja auch, glaube ich, auch schon einen Streit gehabt mit dem FC Bayern, glaube ich. Einen Rechtsstress gab es da. Und da gab es da auch irgendwas mit Uli Hoeneß und so. Das hat ihn so richtig runtergeschaukelt. Und er kann da nicht mal andocken, wo er früher mal war, ne, an seinen Erfolgen. Ich habe eine Karriere. Ja, welche? Ich habe mein Modelabel in den letzten 5 Jahren aufgebaut. Oh, wie viel hast du verkauft? 2 Jacken? Jetzt wird's dreckig. Eine Jacke. Gott sei Dank. Ja, immerhin eine Jacke. Erik. Geil, wirklich. Also, Basler, ich verstehe wirklich nicht, warum du darauf eingehst. Er hätte einfach das Gespräch beenden sollen. Er geht da ein, schaukelt sich hoch, ne? Das Gespräch schaukelt sich hoch, das wollte ja auch Erik und nun hat er das geschafft. Was stört dich denn jetzt genau? Hm? Was stört sie denn da, was genau? Wir haben heute Morgen, hat er mir das Versprechen gegeben, dass er nichts sagt. Kata,
wenn wir nicht gewinnen, fliegen wir raus. Ja, aber so gewinnt man doch gar nicht. Was willst du denn damit erreichen? Indem du irgendwie Streit anzettelst, indem du, weiß ich nicht, Stress machst. Ich glaube, du musst auch ein bisschen Rücksicht auf Katar nehmen, was das angeht. Weil sie kann ja mit der Doris dann auch nicht mehr reden. Oder ja, es ist ja irgendwie so ein Paargehabe, ne? Wenn der Mann mit dem Mann nicht redet, dann redet die Frau auch nicht mehr mit der Frau oder sowas in der Art. Obwohl bei Steffen ist es ja anders, bei Steffen und Basler. Da redet ja die Katharina mit der Doris und die verstehen sich ja eigentlich ziemlich gut. Aber ich glaube, bei Katar und Erik sieht das ein bisschen anders aus. Es wäre für uns wirklich ein Genugtuung, gegen Steffen und Katharina zu gewinnen. Weil ausgerechnet die, das Pärchen, die hier wirklich nicht gemocht wird, die haben uns nominiert. Hä? Das heißt doch nichts. Die können euch doch nominieren. Ich meine, Kata, du hast sie doch auch nominiert. Naja, wie dem auch sei, jetzt steht die Exit-Challenge an. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Komm zur Exit-Challenge. Im direkten Duell spielt ihr Fangen. Die Exit-Challenge steht an zwischen den Dürs und der Kader Lot und dem Easy. Sie müssen Parcours laufen und sich gegenseitig fangen. Wer schneller ist, gewinnt. Langsam, langsam. Ja, genau. Da sehen wir auch die Lemmings, ne, wie sie sich bewegen. Tja, spät. Easy geht gerade los und Steffen hat ihn schon eingeholt. Easy, lauf, easy, geh. Easy, hüpf, easy, spring. Der Typ hat's auch nicht leicht, ne? Aber 1-0 für Steffen. Wir haben gar nicht schlecht gestartet, Easy. Du warst einfach zu langsam. Jetzt weißt du, warum du mit Zigaretten aufhören sollst. Du bist der Schuldige, Easy, an allem. Du rauchst, du kannst nicht laufen, kannst gar nichts. Weiter, 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 Bibi, weiter. Ja, ja. 2-0, fertig. Ja, 2-0, wen wundert's, die Dürs haben gewonnen. Also Karata und Easy, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Wenn Antonia halt zu mir zieht, dass der zum Beispiel jetzt da unten, wo ich wohne, dass der da nicht so richtig Anschluss findet. Wo ich mir einfach noch ein bisschen so Gedanken mache. Antonia ist jetzt ja auch nicht so der Typ für irgendwelche Mädelsklicken oder sowas. Ich bin da teilweise einfach auch nicht bereit, schon 24 Stunden den Kartsport zu spielen. Oder? Warum entwürdigt er sie so? Warum machst du das, Bauer? Couple Challenge habe ich dich ja schon gesehen. Da warst du auch krass entwürdigend ihr gegenüber. Also ich sah die Beziehung auch als toxisch an, aber hier wird sie noch schlimmer bei Folge 6. Wie er sie behandelt und wie sie das auch mit sich machen lässt. Einfach traurig. Bin ja nicht bereit, dann 24 Stunden den Carsport zu spielen. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Warum musst du dann den Kasper spielen? Was ist denn das für eine asoziale Aussage? Wie eklig ist das bitte? Also, da sitzen Sascha und Yvonne und du entwürdigst sie, indem du über sie herziehst. Ich meine, sie sitzt da und hört dir zu und kann nicht mal richtig antworten. Das liegt daran halt, dass sie dich wirklich liebt und irgendwie aus dieser Liebe nicht rauskommt. Und du nutzt die Lage aus und machst sie einfach fertig. Geht nicht, ey, geht nicht. Wie kann man denn hier drin nur lästern? Ich lässt doch gar nicht, also, hä? Nee, das ist, wo lässt ich denn? Das stimmt doch gar nicht. Nein. Aber ist trotzdem schon ein bisschen hart, was du sagst. Ja, krass. Yvonne, toll. Das erste Mal, wo ich denke so, boah, die hat irgendwas Tolles gesagt, obwohl ich kein Fan bin von Yvonne und Sascha, dass sie sagt halt von wegen, das ist nicht in Ordnung, was du hier machst, Patrick. Also, Patrick, es ist wirklich nicht in Ordnung. Ich hoffe mal, dass du irgendwie mal so ein bisschen selbst reflektieren kannst, darüber mal nachdenken kannst, was du von der Antonia hast. Und Antonia soll auch mal selbst reflektieren und gucken, so was habe ich für einen Mann? Will ich den überhaupt? Wie macht er mich fertig? In Folge 6 werdet ihr nochmal sehen, wie er richtig eklig zu der Antonia ist. Trotzdem ist sie nicht zu Hause. Was? Ja, ich war halt in der Ferienwohnung. Ja, okay, aber das war ja wie zu Hause. Ja, nein, das ist nicht zu Hause. Sie gibt ja quasi ihr ganzes Leben für dich auf. Ja. So musst du denken, weißt du? Ja, da dürftest du ja nicht zweifeln. Eben. Sie müsste ja nur eigentlich zweifeln. Genau. Ja, es war richtig gut, das finde ich super. Zweifel bitte, Antonia. Also ich habe ja bei Instagram ihr Post gesehen, dass sie das irgendwie entschuldigt hat, das Ganze. Und dass sie sich, nicht mal später geht sie in den Flur und weint, dass sie damit das Ganze entschuldigt, indem sie zu sehr ehrgeizig war beim Spiel und verloren hätte. Antonia, wache auf bitte. Also an deiner Stelle würde ich meine Beine nehmen und einfach abhauen und nichts mehr mit dem Typen zu tun haben. Guck mal, wie er dich fertig macht. Und du kannst nicht mal antworten, weil du denkst so von wegen, ich liebe ihn, ich will was von ihm. Dabei ist dieser Patrick wirklich eine arme Seele.
Also ich sehe hier eine Antonia, die wirklich den Frust in sich hineinfrisst. Erik, fang an zu backen. Also ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Ist mega. Wenn ihr uns jetzt 2 Stück geben würdet, ich würde beide. Ja, die Doris hat gebackt und Erik hatte ja Stress mit dem Basler. Und die Doris hat ja, wie Frau Holle, kam sie aus dem Fenster und hat dann direkt ihre Meinung gegeigt, was ich richtig eklig fand. Ne? Ihn beleidigt, den Erik. Ja, und jetzt dürfen sie wahrscheinlich keinen Kuchen mehr essen. Hast du gefragt? Ich bin echt die Böse, oder? Aber die essen trotzdem den Kuchen. Wie geil ist das? Warum fragen? Ne? Wenn da irgendwie Kuchen angeboten wird, dann gehe ich da sofort hin und werde das essen. Das ist mir doch egal. Also ich mache, wer essen will, kann nehmen. Aber ich mache erstmal für mich und Natalie. Boah, sehr egoistisch, Mann. Ja, ich finde es auch sehr egoistisch, Cosimo. Cosimo war derjenige, der irgendwie nur für sich irgendwie und für seine Natalie gekocht hat und Essen gemacht hat. Und Yvonne guckt da so und denkt so, ich habe nicht umsonst meine Augenbrauen so angemalt. Ich bin nicht so ein Egoist, ich mache für alle. Jeder darf es essen. Ja, finde ich auch. Wenn man irgendwas kocht dort, in einer Gemeinschaft, dann sollte jeder was davon kriegen. Was soll denn das? Habt ihr das noch nie gelernt, Cosimo, oder was? Aber hier nochmal, während die im Haus reden in der Küche, er möchte natürlich Erik auch seinen Senf dazu abgeben. Alles gut. Ist doch scheißegal, ich mach für jeden Essen. Yvonne, es tut mir leid. Cosimo hat es eingesehen, halbwegs glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es wirklich eingesehen hat und entschuldigt sich bei der Yvonne. Leute, ich kann nicht kochen und ich habe noch nie gesagt, dass ich koche, weil ich nicht koche. Ganz einfach. Und wer hat dich gefragt, Erik? Keiner hat dich gefragt. Bleib doch einfach still. Halt die Beine still und sitz da einfach und genieß einfach mal das Wetter. Ey, halt doch mal dein Maul jetzt. Halt doch mal den Schwanz. Was ist eigentlich los mit dir? Du kommst da hin, Yvonne, diskutieren mit Cosimo. Was ist dein Problem? Ja, Erik, wenn sich Erwachsene streiten, dann mischen sich Kinder nicht ein, mein Lieber. Und Sascha kommt einfach raus und will seine Frau halt verteidigen. Ne? Ist ja auch logisch. Ach, Erik, wirklich. Ich vermisse dich. Mal wieder so einen richtigen Kuss. Das ist du alles zu Hause. Knutschen. Mal wieder die ganze sexy Antonia. Ja, boah, krass. Jetzt verstehen sie sich wieder, was ich auch gut finde natürlich, aber sie hat sich nicht gewehrt. Sie hat ihn damit nicht konfrontiert. Sie hätte sagen sollen, sowas sagt man nicht. Wir kennen diese Leute doch gar nicht. Und so darfst du gar nicht über mich reden. Wie redest du eigentlich über mich? Und das finde ich halt schade, ne? Sie verkauft sich unterm Wert, finde ich, die Antonia. Ich finde, Antonia kennt nicht ihren eigenen Wert und lebt so in der Kuhabhängigkeit. Morgen. Es kam kein guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich dachte, Mario Basler, du hast Anstand. Hast du es bei KS Freak nicht gesagt, wo die rauskamen und sie euch nicht begrüßt haben? Was ist los mit dir? Also diese Doppelmoral. Was ist los, Mario Basler? Und Sascha hängt ja so extrem am Basler. Und deswegen hat er so halbwegs Morgen aus dem Mund rausbekommen. When I'm calling you. Kommt jemand? Ja. Da kommt jemand! Wir bekommen neue Bewohner. Das ist die Christina und der Marco. Wir kennen die von Couple Challenge. Ein komisches Pärchen, finde ich. Aber wir werden sehen, wie die sich machen werden. Mein Name ist Marco, ich bin 33, bin vom Beruf so Influencer halt, ne? Cheers. Ja, kann ja was Wissender sagen, so. Ja, hast du keinen Beruf gelernt, keine Ausbildung gemacht? Das hättest du vielleicht erwähnen können. Influencer. Ja, also er ist nicht so wirklich davon überzeugt, auch selbst. Was ich aber krass finde, ist, die Leute oder die Teilnehmer oder die Bewohner haben ja schon wirklich, die sind in der Halbzeit und haben so viel Gas gegeben, sind schon so ausgepowert, ne? Die bekommen ja auch nicht wirklich richtig Schlaf, können nicht wirklich ihre Zeit da nutzen, um zusammen irgendwie Zeit zu verbringen, um eine ruhige Zeit zu verbringen. Und dann kommen da auf einmal so 2 Leute, die auch eigentlich stark sind, was das Sportliche angeht. Und ja, kommen da einfach zu. Ich finde das irgendwie nicht fair, ne, den anderen gegenüber. Seitdem an sind wir jetzt seit 3 Jahren zusammen. Wir sind schon jetzt wie Topf auf, wie heißt das nochmal, dieses Sprichwort? Ja. Eimer auf Topf so. Eimer auf Topf, ja. Nehmen wir. Ja, nehmen wir, ne? Topf auf Eimer. Hm? Hallo, moin. Oh, ich bin großer Fan. Hallo. Oh Gott, süß, danke. Hallo. Ja.
kenne die Katar überhaupt gar nicht. Was ist denn passiert, Katar? Also, warst du nicht so diejenige, die dort stand, so, nee, ich kann das nicht. Der Erik, der kritisiert mich. Und auf einmal, als wäre jetzt irgendwie Mariah Carey als Superstar oder Weltstar angekommen, ne? Begrüßt sie die. Aber die Strategie kann jetzt einfach sein, dass wir die beiden auch in unsere Außenseitergruppe reinbringen und dann am Ende gegen Mario und Sascha vorzugehen. Ja, tolle Strategie, Erik. Jetzt vergiften wir die auch noch und dann wählen sie auch Mario Basler und die Doris. Bin ich auch für. Also ich finde, Mario sollte raus. Hi, hi. Katharina. Marco, hi. Na? Aber wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt reingekommen seid, weil es gibt mittlerweile so zwei Grüppchen und... Ah. Ja, dementsprechend freuen wir uns, wenn neue Freunde jetzt kommen, mit denen wir uns unterhalten. Ja, die sind noch nicht angekommen und Erik packt gleich aus, ne? Der wäscht erstmal schmutzige Wäsche. Ja, kann man auch machen, ne? Ist auch eine coole Strategie. Ob es sympathisch ist? Nein. Aber wir geben alles. Und hat schon schwer hier drin gekracht, so? Wahrscheinlich. Ihr macht gestern euch selbst euren... Ich frage einfach nur so allgemein in der Runde. Ne? Machen wir sowieso. Ne? Ja. Das wirst du schon von dem anderen hören. Wahrscheinlich nicht so, wie es war. Wir haben gesagt, wir sagen nichts. Nee, wir sagen nichts. Nee, das tun wir nicht. Ne? Das finde ich auch super, Doris. Also ich finde auch, dass man irgendwie nicht alles vorwegnehmen sollte. Man sollte die Leute nicht beeinflussen. Und die sollten sich ein eigenes Bild machen. Das finde ich super, Doris. Wow. Die sommerhäusliche Starbagage macht eine Spritztour durch die Parkanlage. Gesteuert wird vom Steuermann, gelenkt vom Ausguck nebenan. Die zweite Challenge zieht an. Wir kennen diese Challenge ja auch von den anderen Staffeln. Ja, der Mann fährt augengebunden den Wagen und die Frau, die muss lotsen. Ja, lustig, finde ich schön. Es ist ein lustiges Spiel. Ich habe doch nicht mal Führerschein. Er hat noch nie eine Gangschaltung betätigt oder ist rückwärts gefahren. Ja, der Cosimo hat keinen Führerschein wie ich. Ich habe auch keinen Führerschein. Und der Cosimo hat ja mittlerweile seinen Führerschein gemacht, habe ich bei Insta gesehen. Der hat das ja so richtig irgendwie als Werbetrommel groß posaunt. Und bei denen ist das halt anders. Die Natalie fährt und der Cosimo, der wird jetzt lotsen. Bisschen Gas muss schon geben, ne? Der Marco und die Christina sind so richtig in Powerlaune und die sind so richtig dabei, auch irgendwie irgendwelche Challenges zu bewältigen und die sind ganz gut dabei. Wir müssen nach links, nach scharf links und da liegen ganz viele Reifen. Also, man muss also ganz so, eng, ja so. Genau, da müssen wir ganz eng rum. Yvonne und Sascha, ne? Also die sind auch gut dabei. Aber wenn ich immer diese beiden sehe, dann denke ich immer an den toten Stern, wie dann der Sascha einfach so drüber rutscht. Versteht ihr, was ich meine? Don't give me that. Das ist, glaube ich, zu eng. Oder meinst du, man muss in diesem Wendehammer drehen, in dem halben? Ich sehe nichts. Also Yvonne, der sieht doch gar nichts. Du musst ihn doch lotsen. Also, hat sie vielleicht das Spiel nicht verstanden? Stopp, gerade, stopp. Jetzt mal ganz gerade machen den Reifen, Schatz. Ja, Marco und Christina haben gewonnen, ne? Die haben die Challenge gerockt. Kein Wunder auch, ne? Die kommen da rein irgendwie bei der Halbzeit und rocken das Ding. Also, es ist ja logisch, finde ich. Die haben richtig Power und die anderen sind total empowered, sind in depressiver Stimmung, die Armen. Und dann kommen sie erstmal, ne, als frischer Wind. Ja, Beziehungsbäuchlein, ne? Ja, das sind immer die Frauen schuld, das weiß ja jeder. Ja, ist klar, ist immer so. Ist so. Statt die, wo ich denke, durchgehen, immer Sixpack, immer. Seitdem ich Christina hab, ist weg. Ich hab auch eine gute Idee. Immer sind die Frauen schuld, natürlich, ne? Also, du kannst ja auch selbst einfach zum Sport gehen, also, wenn du Lust drauf hast. Aber mit dem One-Pack bricht auch mal der Stuhl zusammen. Schatz, wichtig. Einfach präzise Anweisung, okay? Jetzt ist der Patrick und die Antonia dran. Aber wir müssen eigentlich rückwärts durchfahren. Schatz, hä? Rede doch! Ja, du fährst jetzt nach links. Schlag mal links, nach links rechts, ein. Links. Meine Güte, sag doch einfach voll was links lustig. Einschlagen. Ich finde das echt krass, ne? So, also sie ist richtig konzentriert, will irgendwas richtig machen und er ist derbe ungeduldig. Und geht so dermaßen überhaupt nicht drauf ein, statt irgendwie das Ganze ruhig zu klären, meckert da rum. Ich hab rückwärts gesagt, ich meine, ja, wir fahren ihn jetzt rückwärts, aber wir fahren erstmal nach vorne, damit wir erstmal stoppen. Ja, was, du hast schon rückwärts. Ah! Okay, also. Meine Güte! Wie kann man so blöd sein? Was soll das? Wieso machst du sie so einfach so systematisch fertig? Wie kann man so blöd sein? Das ist eine Challenge, wo ihr einfach ruhig sein müsst. Und sie lässt sich einfach auch einlullen, ne? Also sie wehrt sich auch überhaupt gar nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso wehrt man sich nicht? Sag mir nie wieder, dass du so gut in der Kommunikation bist. Weil die Kommunikation, die stimmt dann bei sowas halt überhaupt nicht. Ja, okay. Ja, okay. Also wie sie da auch sitzt, ne? Ihre
Haltung einfach in seiner Gegenwart, wie so eine Fetushaltung, als hätte sie wirklich richtig Angst vor ihm. Also wenn ich das so sehe, bricht es mir so dermaßen das Herz, dass ich am liebsten eingreifen würde und sagen würde, den Patrick wachrütteln würde, auch die Antonia so, was lässt du mit dir eigentlich machen hier von diesem komischen Bauern? Dabei ist ja der Patrick derjenige, der keine Empathie hat und keine Emotion zeigen kann. Ich weiß nicht, was in seiner Kindheit schiefgelaufen ist. Ich glaube, der wurde einfach vom Vater so richtig gedrillt und wurde gar nicht geliebt. Deswegen kann er überhaupt nicht empathisch auf die Antonia eingehen. Wir schaffen's. Stopp, wir haben's. Dreh mal rechts. Steht das da drüber? Die beiden haben es auch geschafft, Katha und Erik. Finde ich schön. Also wenigstens klappt das, ne? Bei der Kurve hier sieht doch jeder, dass man erst gerade fährt und dann rückwärts hier hinter. Dass man da nicht drei Synapsen zusammenschalten kann. Hier fahre ich einen 40-Tonner durch. Der hat auch so ein Aggressionsproblem, der Typ. Also es sieht, diese Art sieht mir auch Gaslighting aus, ne? Er geht so systematisch, versucht er sie einfach so fertig zu machen, die Antonia. Ich sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht ich, okay? Ich kann nichts dafür, okay? Warum kannst du nichts dafür? Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee? Bei der ersten Kurve, denkst du von? Wie kommst du eigentlich auf die Idee, einfach das Ganze, was ihr da dort erlebt hat, im Haus nochmal den anderen zu erzählen und sie fertig zu machen? Also, wie kommst du da auf die Idee? Was soll das? Schatz, du musst jetzt nicht... Lass mich jetzt einfach nur, okay? Was denn? Du brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde voll quatschen. Nein. Und jetzt, wo ich wein, komm mal her. Wenigstens wehrt sie sich. Ich hoffe mal, sie ist nachtragend ihm gegenüber und nicht wie eben von wegen, dass sie dann wieder kuscheln. Weil so geht das echt nicht, Antonia. Dann ist doch klar, dass ich da rückwärts durch muss. Mhm. Dass ich da um diese Haarnadelkurve komme ich doch nicht einfach rum. Mich nervt es, wenn ich immer für fünf mitdenken muss. Nein, weißt du, was ich glaube? Und jemand anderes verlässt sich dann immer nur, ja. Aber Kiss sieht nachher die Lombe, ja, wir sind zu gut und was. Also, weißt du, warum? Warum wir gut sind? Weißt du, warum wir gut sind? Ja, Fishing for Compliments. Genau, wegen dir. Du bist der Beste. Einfach traurig, das ist echt eine arme Seele, dieser Typ. Mann. Weißt du, wenn du das jetzt uneigentlich willst und du kannst es einfach nicht. Er guckt da einfach zu, statt hinzugehen und sie zu trösten. Null Empathie, null Emotion zeigt er. Ich sag ja, der wurde wahrscheinlich von seinen Eltern irgendwie richtig kacke behandelt, von seinem Vater wahrscheinlich. Und hat wahrscheinlich keine Liebe bekommen, der Typ. Ich habe schon von vielen anderen gehört, dass sie das auch nicht so gut finden, was er macht. Aber es traut sich eben keiner. Ja, warum los? Ich raff es einfach nicht. Ja, die beiden schmieden jetzt Pläne und haben jetzt eine Strategie. Die wollen ihn so richtig entmachten, den Mario Buster, was ich super gut finde. Aber Erik hat es schon mal richtig gut gemacht, ne? Indem er ihn angesprochen hat, ihn provoziert hat. Das finde ich gut. Steffen wählt ihn, wir wählen ihn. Die neuen Mitbewohner wählen ihn. Cosimo bestimmt auch. Cosimo auch? Also ich glaube, die neuen Mitbewohner sind so ein bisschen anders. Also wenn du sie bei Couple Challenge gesehen hättest, dann würdest du jetzt anders darüber urteilen, mein lieber Erik. Christina und Marco und Katha und Erik haben es geschafft einzupacken. Am schnellsten waren Christina und Marco. Nicht heute. Ich weiß, es auch gut. Versprochen. Sind nicht jetzt im Sommerurlaub, versteht es doch mal. Nein, Erik, ihr seid auf jeden Fall nicht im Sommerurlaub. Das verstehe ich ja, aber man will doch auch mal eine ruhige Zeit verbringen und nicht immer Stress haben. Verstehst du das einfach nicht? Ruhe jetzt. Unser Thema ist gegessen. Wir haben keine Probleme jetzt mehr hier. Also, ohne mich wärst du gar nicht bis hierher gekommen. Das ist auch ein ekliger Move, Erik. Du kannst doch nicht sagen, so von mir, ohne mich wärst du nicht hier. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, bitte? Sei jetzt ruhig, dann nerv mich jetzt bitte heute Abend nicht. Hör auf, die Stimmung zu versauen jetzt schon wieder. Alles klar, dabei ist er derjenige, der die ganze Zeit die Stimmung versaut, der die ganze Zeit auf Krawall gebürstet ist, der dann den Mario provoziert, was ich auch sehr, sehr gut finde. Aber jetzt mach doch mal einfach easy, mein lieber Erik. Halt doch mal einfach die Beine still und genieß die Zeit mal. Morgen kannst du weitermachen. Kater, das war so selten dämlich jetzt. Du hast den ganzen Arm kaputt gemacht jetzt endlich. Erik, ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Kater? Also Erik ist auch wirklich total beratungsresistent, ne? Die Frau muss sich irgendwie irgendwo einkacheln, damit er nicht irgendwie zu ihr kommt und sagt so, Kater, wir müssen jetzt das und dies machen. Lass sie doch einfach schlafen. Ich weiß, also wir mögen sie alle nicht, aber lass sie einfach schlafen, lass sie einfach ihr Ding tun erstmal. Also sie muss ja auch irgendwie zu Kräften kommen und nicht immer die ganze Zeit auf Krawall gebürstet sein. Ich überlege wirklich gerade, ob ich freiwillig das Ding verlasse. Nein. Das Ding, doch, weil sie macht mich hier komplett tot. Ganz so nervig, ich will mal einen Tag Ruhe haben.
Nein, verdammt, Taco. Also ich glaube, Erik wird das Haus nie verlassen, bin ich nicht der Meinung. Also er ist da, um Sendezeit zu kriegen, er ist da, um berühmt zu werden. Katha genauso, und Katha sagt hier auch so, er braucht das Geld, er könnte nicht raus. Was ich auch richtig link finde von Katha, wenn man das sagt. Katha, du tust immer so, als fändest du das alles von mir dumm. Du bringst doch die Ideen. Du hast doch dieses ganze Schauspiel angefangen. Du hast doch die Pläne hier reingebracht. Sag doch mal bitte ehrlich, was los ist. Sie hat es doch angefangen. Hä, was soll das? Erik, das seid ihr beide. Du hast doch auch vorher geübt hier, um hier mitzumachen, um die Fragen zu beantworten. Du bist doch derjenige, der unbedingt hier mitmachen wollte, auch. Also, da gehören immer zwei Menschen dazu. Du kannst dich jetzt nicht einfach alles in Kataschur einschieben. Du bist doch nicht wie Mike Ceres Ende. Nein, will ich auch gar nicht. Ja, also, dann überleg jetzt genau jetzt in dem Moment, jetzt gerade, was ich dir gesagt habe, genau richtig. Also, lieber Erik, du musst doch nicht wie Mike Ceres hier enden, ne? Wer ist Mike Ceres? Ist das irgendwie ein Politiker? Du hast mein Leben verkackt. Ich hab die letzten 5 Jahre mit so nach oben gearbeitet, verdammte Scheiße. Die letzten 5 Jahre habe ich mir so ein geiles, lustiges Image. Die Leute haben mich als Entertainer wahrgenommen, als bist lustig du doch und sonst. Ja, aber nicht mit dieser Sendung. Ja, aber du machst es doch viel schlimmer, indem du die ganze Zeit das ansprichst, indem du Mario Barster irgendwie provozierst, was ich gut finde, aber bei dir kehrt keine Ruhe ein. Für dich ist das so, wie du bist wie so eine Maschine, du wirst die ganze Zeit immer nur Stress haben. Geht doch nicht, Erik. Ein bisschen Pause machen muss man auch. Ein bisschen auch eine qualitative Zeit verbringen und mal nicht alles so richtig ehrgeizig und ernst nehmen. Ja. Okay? Und egal, ob wenn... Psst. Du kannst doch nicht vor uns allen reden. Die macht das und das und das. Das ist deine Frau. Deine Frau. Sie also Sascha mischt sich jetzt dort auch ein, weil die arme Katha im Bett liegt und das Ganze über sich ergehen lassen muss. Das kann er nicht... Da kann er nicht zuschauen, das findet er nicht toll und deswegen mischt er sich da ein. Und jetzt kommt der Mario Barster noch und versucht den Erik nochmal zu erklären, sodass das nicht in Ordnung ist. Aber schaut mal, wie er das macht. Ich sag dir was, du bist unterste Schublade. Du doch nicht dein Urteil jetzt gerade ab, Mario. Du zerstörst eine Frau, du beleidigst eine Frau. Also Mario Basler möchte auch unbedingt, dass es der Katha gut geht und möchte gerne Ratschläge dem Erik geben. Aber Basler, so wie du deine Frau behandelst oder schon bei dem Einspieler behandelt hast, das haben wir alles doch gesehen. Vielleicht solltest du erstmal auch ein bisschen Selbstreflexion betreiben, mein Lieber. Also das tust du überhaupt nicht. Naja, meine Lieben, das war's auch. Folge 5, Folge 6 wird noch krasser. Ja, meine Lieben, falls ihr natürlich noch auf meinem Kanal seid, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls ihr natürlich die ganze Folge streamen möchtet, unter meiner Beschreibung findet ihr einen Link zu rtlplus.com. Da könnt ihr auch die ganze Folge streamen. Ihr könnt mir natürlich auch über Insta folgen. Einfach unter meiner Beschreibung auf Insta klicken und mir folgen. Ich danke euch.